Hallöchen Leute, hier ist wieder euer Deagle. Herzlich willkommen zu einem neuen Bild hier zu The Elder Scrolls Online. Das ist hier kein richtiges volles Bildvideo. Ich habe ja erst kürzlich ein Bildvideo zum Maika Zauberer veröffentlicht und den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich empfehle euch, wenn ihr, sag ich mal, jetzt komplett neu seid oder nicht komplett neu, sondern wenn ihr die Grundlagen verstehen wollt, dann schaut euch das alte Bildvideo an. Viele werden sich fragen, was ist eigentlich jetzt daran verkehrt? Du hast doch geschwärmt von dem Bildvideo und so, dass es super gut ist. Und es ist gut, es ist wirklich unfassbar stark. Der AOE-Schaden von dem Bildvideo ist echt brutal hoch. Also von dem Bild ist wirklich brutal hoch. Aber man stößt mit dem Bild auf ein paar Hürden, die etwas nervig sind. Und ich bin auch mit YOLOs Setup auf ein paar Hürden gestoßen, die ich nicht mag. Also auf so ein paar Probleme gestoßen, die ich nicht mag. Und zwar eben, dass die Dots auslaufen und dass die Burning Spell Uptime mit einem Blitzstab vorne total mies ist. Ohne den Blitzstab fehlt einem aber irgendwo der AOE. Und ich weiß nicht, das war einfach insgesamt nicht so zufriedenstellend. Meine Burning Spell Uptime lag selbst mit zwei Flammenstäben im Schnitt bei 55%. Und da geht echt mehr. Das ist irgendwie ein bisschen frustrierend. Deswegen habe ich mir Gedanken gemacht, was kann man eigentlich anders machen? Oder sagen wir besser so, viele Zuschauer haben gefragt, hey Deagle, kannst du mal, oder was machst du eigentlich im Archiv, im Hard Mode oder generell im Archiv beim letzten Boss? Weil die Pets können ja Kettenblitze weiterleiten. Und wir haben es getestet, ja, 35k Kettenblitze sind nicht so angenehm mit den ganzen Pets davon. Und da gab es eben die Möglichkeit, einfach das Range Pad reinzunehmen, also die Zwielichtschwinge. Oder man hat eben einfach, man nimmt diesen Bild hier und ist ein bisschen flexibler. Ihr braucht dafür aber zwei Sets. Ich werde erstmal hier das andere Set, das erste Setup zeigen. Also für Champion-Punkte und so weiter geht ihr bitte zum anderen Video, weil da habe ich das Champion-Punkte-Setup drin. Das passt so, das könnt ihr hier übernehmen und funktioniert genauso gut. Ich habe jetzt hier Ilamris entsprechend immer noch drinnen und habe hier 5 Talente Nekropotenz. Genauso wie beim anderen Setup. Also benutzt im Grunde das gleiche Gear, Mondtänzer-Schmuck, alles Magieschaden verzaubert und dann habe ich hier zwei Random-Stäbe, und zwar einen Flammenstab und einen Blitzstab, beide geschärft. Ganz wichtig, die sollten geschärft sein. Optimalerweise hättet ihr natürlich einen Flammenstab des Mahlstroms hinten und vorne einen Mondtänzer-Blitzstab in geschärft. Das wäre besser. Aber, bevor ich euch das Setup zeige und so weiter, Rotation etc., gehen wir kurz über die Skills. Für eine ausführlichere Erklärung der Skills jetzt geht ihr bitte, wie gesagt, auf das andere Video. Wir haben hier einmal Kraftimpuls, Fragmente, derische Beute, den explosiven Begleiter und das innere Licht mit Sternschnuppe. Dann haben wir Feuriger Zorn, inneres Licht, das ist Flexbot, hier könnt ihr ein Schild reintun. Magierage, den Begleiter, weil es eine Schalterfähigkeit ist, Blitzfluss und Blockade. Das heißt also, ich habe hier wieder die anderen Morphs genommen bei den beiden und caste die auf Cooldown. Und die dätische Beute habe ich deswegen, weil ich quasi zweimal dätische Beute, die geht nach 6 Sekunden hoch, kommt auf den gleichen Schaden wie ein heimsuchender Fluch. Allerdings müsste die halt perfekt nachgecastet werden, die dätische Beute, was sie nicht wird. Das heißt, der heimsuchende Fluch macht letztendlich immer noch ein kleines bisschen mehr Schaden. Aber wir haben hier die Möglichkeit, quasi mit dieser Variante des Fluchs trotzdem immer noch das Pad rauszunehmen, Brandzauber wieder anzuziehen und trotzdem weiterspielen zu können, ohne großartig Damage zu verlieren. Also, wie sieht denn die Rotation hier eigentlich aus? Das ist eigentlich auch relativ simpel. Wir casten leichter Angriff Blitzfluss, leichter Angriff Blockade, leichter Angriff das Pad in Leistenwechsel. Dann casten wir Leichtangriff dänische Beute und dann weaven wir Kraftimpulse und feuern Fragmente ab, wenn sie procken. Und wenn unsere Dots auslaufen, casten wir sie nach. Das heißt also, irgendwie buggt das gerade ein bisschen rum. Tut mir ehrlich gesagt leid. So, so sieht das dann in etwa aus. Eigentlich kann ich ja... so sieht das in etwa aus. Während der Execute-Phase, ich mach das mal, während der Execute-Phase legen wir die Dots nach und casten auch das Pad nach.
Ganz, ganz wichtig. Wir hatten immer noch, obwohl wir dazwischen gewartet haben, haben wir hier 21 kpps. Seht das an den 44 Sekunden. Das ist eigentlich sehr, sehr ordentlich. Und so sieht die Rotation mit dem Setup aus. Wenn wir dann halt jetzt im Archiv im Hardmode sind und so weiter, dann brauchen wir halt leider Gottes Brandsuperweaver, weil es halt das beste Setup ist. Ich empfehle euch auch zwei Flammenstäbe vorne. Das Pad kommt raus, dafür kommt die Aegis rein. Und wir casten entsprechend hier sämtliche Sachen auf Cooldown. Das heißt also, wir fangen wieder an. Light Attack. Blitzschluss, das hier in Leistenwechsel und dann die derische Beute. Und den Fluch. Entsprechend immer auf Cooldown. So würde das dann in etwa aussehen. Exit-Phase das gleiche. Wir halten aber halt, wir haben halt eben nur zwei Dots zum Aufrechterhalten. Und das ist eigentlich schon so ungefähr alles zu dem Setup. Wie gesagt, in Raids, wo wir das Pad nicht benutzen können oder in Content, wo wir es nicht benutzen können, spielen wir halt so. Wenn ihr gar nicht mit Pad spielen wollt, nehmt einfach den widerhallenden Fluch. Und dann castet ihr den Fluch auf Cooldown und die hier entsprechend auch. Das müsst ihr halt sehen. Auf der Konsole habt ihr ja leider keine Buff-Tracker. Und das ist ein bisschen mies. Von daher, ja, müsst ihr halt schauen, dass ihr auf die Explosion hört und dass ihr dann halt auch genau hinseht. Mit euren ganzen Bodeneffekten etc. Und das ist ein bisschen schwieriger auf der Konsole, da haben wir es ja deutlich leichter hier am PC. Wie gesagt, 5. Brandzauberweber im Notfall, ansonsten neben Nekropotenz, weil Nekropotenz ist besser, denn Max Maika ist das Einzige, was das Pet bufft. Wie gesagt, wenn ihr eine ausführliche Erklärung haben wollt, schaut euch das Bildvideo an in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf jeden Fall, mit diesem Setup hier zu spielen. Das ist halt insgesamt, wie gesagt, flexibler. Und ich hoffe, dass damit ein Großteil eurer Probleme gelöst ist. Auch wenn ihr hier gerade zwei Sets braucht. Viele werden sich wahrscheinlich dann wieder beschweren: Ah, ich brauche jetzt hier zwei Sets. Und warum gibt es denn kein Bild, was nur ein Set benötigt und sowas? Und viele beschweren sich: Ja, Pets sind sowieso scheiße. Und lauter solche Sachen. Habe ich ja alles schon gehört. Aber ich hoffe, dass ich euch damit ein kleines bisschen helfen kann. Ich verabschiede mich an der Stelle, Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.